Renault-Tour. Präsentiert von Mercedes-Benz in Bern-Wankdorf. Seit über 100 Jahren euer kompetenter Partner. Und von Michael Kors. Entdeckt die neue Uhrenkollektion bei Helen Kirchhofer Uhrenbijouterie. Und vom Ernie. Schöne Haare und noch mehr an der Bergengasse zu Bern und im Hotel Victoria Jungfrau zu Interlaken. Können wir hier suchen? Ja, ich. Gehen wir in die Zentrale. Die Besamungszentrale. Das ist auch umgekehrt. Wie manches Kessel sollte es haben? Am liebsten da 12 Monate die Hebe, da alte Scheisse, das ist ganz verdreckt. Ja. Das sind jetzt die Samen. Das sind jetzt die Pailletten. Es fühlt sich stierig an. Darf ich dir eine Sorte geben zum Heben? Oh. Das ist super. Wir gehen heute auf eine spezielle Renault-Tour. Wir begleiten nämlich einen Besamungstechniker oder man sagt hier einen Besamer in der Kategorie Berufsleute. Es ist jetzt 5:05 am Morgen natürlich. Und der Besamer, den wir heute durch den Tag begleiten, heisst Tschönu und kommt aus dem Emmental. Der Tschönu heisst richtig Hans-Jörg Wegmüller, ist 38 und wohnt mit seiner Familie in Bigetau. Er arbeitet als Besamungstechniker bei Swiss Genetics und ist dazu auch noch Bauer. Wir haben es also gefunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Schön. Freut mich. Mir ja. Dann gibt es einen Kaffee. Jetzt gehen wir einen Kaffee nehmen. Ja. Sehr gut. Ja, mit ja, Bifen, ja. Guten Morgen. Ja. Da wird wirklich schon zu Morgen. Guten Morgen. Sehr gut. Guten Morgen. Michelle am Telefon. Hey, Brigitte. Für Joe, guten Morgen. Freut mich. Joe, Brigitte, Michelle. Joe, Michelle am Telefon. Der Andrin. Der Andrin. Wow. Ja, ihr seid da wirklich schon dran. Können wir da suchen? Ja, ja. Was gibt es da für eins zu morgen bei euch? Joghurt. Ja, ja, und du warst schon im Stall, oder wie? Ja, ich. Wir bauen hier im Nebenerwerb. Bauen. Ja. Mit Mutterkühen. Und dann gehe ich aber vorher in den Stall, bevor wir gegen Summiswald fahren, ins Büro, für KI zu teilen. Wie lange machst du das schon? Schon das 14. Jahr bin ich besser. Das 14. Jahr schon? Ja, ja. Mhm. Und Botz? Ja, wow. Dann bist du der Experte auf diesem Gebiet. Das sehen wir ja heute. Das Besamungstechniker, das hat mir gerne imponiert. Der Besamer ist hergefahren, da schon früher als Kind, oder? Mhm. Er hergefahren und hat da den Samen rausgenommen und den langen Händchen angelegt. Und ist da auch, das hat mir gerne irgendwie imponiert. Mhm. Ich dachte, das wäre etwas, was ich... Ja, und das ist so geblieben. Bist du da auf dem Hof, der Tätschmeister? Nein, der Tätschmeister ist er. Der Tätschmeister ist er? Das ist er. Schon er, ja, ja. Ist schon er. Das, wo er befehlt. Wo er steht. Wir wissen einfach, was zu machen ist. Ja. Aber ich gebe noch ein bisschen Spielgruppen. Ja. Ah, sehr gut. 2,5 Tage. Ja. Im Moment. Ja, das ist doch super. Ja, wirklich abwechselnd. Ja, genau. So, wir müssen, oder, Tschönu? Genau, wir müssen gehen, gell? Wir müssen gehen, also jetzt tun wir noch die richtigen Schuhe natürlich anlegen. Die passenden Schuhe. Ja, du hast den Winterstiefel mitgenommen. Ja, du, gell. Es ist gleich noch frisch. Bevor es aber auf Besamungstour geht, gehen wir noch ins Büro von Swiss Genetics zu Summiswald. Zuerst müssen wir sogar angeschrieben, Meldestelle Emmental. Ja, sag auch nicht. Ja. Aber da kommen natürlich die Bauern nicht her. Nein. Das ist einfach für die Zentrale. Ja, jetzt gehen wir in die Zentrale. Besamungszentrale. Jetzt teilen wir eigentlich hier einteilen, welcher Besamer zu wem geht. Das genau. Ist richtig, ja, das ist eigentlich so die Dispo-Zentrale, kann man sagen. Oder? Jede Adresse ist hinterlegt, aber mit der Sprachmitteilung, die muss man hören. Aha. Weil es könnte ja sein, dass irgendwie... Und das ist Hans... ...Wettiwil. Ich habe noch stierige Kuh zu besamen für Vormittag. Ade, danke. Jetzt habe ich da eingeteilt, weil ich besamen das heute arbeite. Mhm. Kann ich einem jeweiligen zufügen. Das ist schon mal clever. Das ist wirklich ganz gebig da, ja. Mhm. Also,
Wo für einen Bauer, oder? Der muss auch nicht noch ein Kompi oder weiss nicht was. Nicht, der kann nur anrufen. Er kann anrufen, ja. Oh, da hat er jetzt nichts gesehen. Er hat auch umgehalten. Dann lassen wir noch stehen, in Fall. Das steht für 6 Dosen. Vorhin habe ich Amor gesehen. Geh mal schnell. Mhm, das ist da oben. Amor. Du musst hier schauen, kommt in der Amor. Gibt's. Amor haben wir, ja. Das ist ein SF-Stier, siehst du? Jawohl. Das ist gut. Der gibt sicher gute Samen. Der Amor. Gute Kalber. Ja. Gute Tiere. Aber der kostet nur 42 Franken. Das ist jetzt eine konventionelle Dose, genau. Ah, oh, das ja. ist weg dem. Ja. Es sind auch die verschiedenen Stiere beschrieben, was sie für Merkmale haben, was sie verbessern. Oder? Da sieht man zum Beispiel eben den Gesamtzuchtwert. Das ist Milch verbessert, Kalt. Das Kasein für das Käse, das wichtig ist. Eigentlich ist alles auf Leistung ein bisschen halt ausgelegt. He? Ja, es muss so irgendwo halt einfach auch wirtschaftlich sein. Erst das letzte Moment kann es jeder so machen, wie er will. Ich sage jetzt, ein guter Schnitt ist zwischen 15 und 25 Besamungen. Pro Tag? Pro Tag. Manchmal geht es drüber, oder? Über 25. Aber wie viel hast du denn da Zeit pro Bauer? Arbeitszeit haben wir 13 Minuten. 13 Minuten, genau. Mhm. Ah, das ist genau vorgegeben. So. Ja gut, aber da kommst du her, zack, zack, besamen, zack, ja. Und dann gehst du wieder. Ja. Wenn du das Kaffee nimmst, hast du, ja. Aha. Genau. Wir nehmen es ein bisschen gemütlicher heute. Hans Ueli, was hat 2 Gusti zu besamen, sind die Mänti am Abend schön gestanden bei ihm. Ah, das ist jetzt dein. Das ist der Samen gelagert, das ist vakuumisoliert, gefüllt mit Flüssigstickstoff. Und dort ist der Samen tief gefroren, bei minus 196 Grad. Minus 196 Grad hier? Ja, das ist er tief gefroren. Ja. Und Putz. Ja. Und wie lange hat er den? Den hat er ewig, wenn er im Stickstoff ist. Da passiert nichts. Ja. Ja. Mhm. Da haben wir unsere 600 verschieden drin. Ja. Etwa 600 sind es. 600 sind es. Verschieden, ja. Über alle Rassen, die es etwa gibt. Über die Milchrasse, Fleischrasse. Wo steht die Richtung auseinander? Ja, das wäre noch gut. Ja, das wäre dann noch etwas. Ja, das ist nicht gut. Ja. Jetzt, ich wäre so weit. Ja. Ich gehe. Gut. Wir sind so weit. Wir gehen Kosi, du musst auch noch die Stiefel anlegen. Unser Kameramann, sonst hätte er dann gesehen, der Ausmann. Sie redet gegen von, sie ist gestanden. Sie ist gestanden, oder? Muss ich da schon wieder nehmen? Kabelmeldestelle, Wegmüller. Ja, hier ist der Xavi, Hansel, Jörg. Grüß dich, Peter. Du hattest Druck, du bist heute etwa eine Stunde. Jo, ja. Ich sollte unbedingt noch die Anstopp haben. Wie manches Kessel solltest du haben? Am liebsten da 12 Monate zu Hause, da alte Scheisse. Das ist ganz verwechselt jetzt. Ja. Das sind jetzt die Samen. Das sind jetzt die Pailletten. Da redet man von Pailletten, ja. Jo, ist gut. Schau mal, ich kann. Siehst, das wäre jetzt der, ist angeschrieben. Nehmen wir jetzt auf ihn raus, können wir noch genauer anschauen. Ja. Gell? Du dann jetzt 38 Grad Wasser. Mit Reiben muss man das vorwärmen. Das ist so wie eine Pistole, oder? Mhm. Ja. Also das ist jetzt einfach so ein Röhrchen, wo jetzt eigentlich da die Spermien drin sind. Genau, das ist jetzt gefüllt mit Samenflüssigkeit. Du musst kontrollieren, ob es nicht wirklich ist. Das ist schon wichtig, oder? Ja, das wäre noch gut, das wäre. Ja. Hol die Pailletten auf, noch ein bisschen Cherry putzen. Nehmen wir die Überzughülle, die Gen sieht man denen. Das zieht man über das Instrument so. Dann macht man Sicherheitskontrolle. Gut, funktioniert. Also dazu kommen wir Janine. Janine, und die ist hier abgebunden. Siehst du, 13, 20, 47 Ohrmarken. Jetzt müssen wir die aufjagen. Komm, Mutti, komm. So.
besamen muss sie schon aufstehen. Ja. Wird sie jetzt erst mal besamt, oder? Nein, die ist besamt. Ah ja, die kennt das schon, oder? Die ist, ich habe jetzt nicht geschaut, was sie für einen Jahrgang hat, aber ja. Mal war schon besamt. Ja. Es tut noch nicht weh, ja. Eben, wenn man wirklich... Ja. Wenn man es eben richtig macht. Richtig macht, schonend. Ja, die sehen gesund aus, da, das ist gut. Schön gleichmässig, kontrahiert. So wie man es gerne hat. Also es fühlt sich gut an. Es fühlt sich stierig an, also wirklich besamungstauglich. Ja. Ich führe das Instrument ein, gehe mit dem Instrument direkt in die Gebärmutter. Ah. Also du siehst, ich bin jetzt relativ weit drin. Ja, so, oder? Ja. Es ist jetzt noch 10 cm, es ist etwa da. Oder? Das, das Instrument mit der Samendose. Ja. Von der Höhe her. Ja, also auf der Höhe. Drin, ja, direkt in die Gebärmutter. Ja. So, jetzt habe ich das so deponiert. So, die Kuh wäre besamt. So. Wunderbar. Sie hat hier mal hergekommen. Gewungen lassen, gell? Ich finde das natürlich auch spannend, wenn da mal zu Fernsehen kommt. Darf ich dir das heute geben, zum Heben? Oh. Das ist super. Jetzt muss ich tatsächlich noch assistieren. Ja, ja. Das ist noch befürchtet. So wie dir. Kann das so geben? Mit meinen Winterstiefeln, gell? Rennen die nicht? Hä? Rennen die nicht, hä? Wie so ein Teil. Kosi. Meine Jona. Du weißt es natürlich auch alles jetzt gut, wie hier im Stall, weil du selber auch Bauer bist, oder? Ja, das ist sicher ein Vorteil. Sind die meisten Besamer Bauern? Also, sehr lange war es schon so, dass das Bauern eine Grundvoraussetzung war für Besamungstechniker. Ja. Also, ja. Einfach diplomierter Bauer. Ja. Und das ist heute nicht so? Das ist jetzt wieder weniger so. Es muss einfach wirklich Interesse haben an der Landwirtschaft. Oder? Und ein bisschen flexibel sein für diesen Job. Ja. Gibt es denn genug, weißt du, Leute, die das machen? Bis jetzt haben wir die Leute gern gefunden. Ja. Und das langweilt dich nicht, einfach immer im gleichen Gebiet rumfahren? Nein, es ist so. Klar, man ist den ganzen Tag alleine. Man ist eigentlich einsam, wenn man so will. Man ging im Auto oder fährt einfach das Gebiet ab. Aber man steigt aus, kommt mit den Leuten ins Gespräch. Das ist dann auch interessant. So. Salut! Salut! So, bei dir ist auch etwas stierig, gell? Ja, ja. Doch nicht. Ja. Eben müssen wir zuerst noch schauen, was da los ist, oder? Ist es nicht sicher jetzt? Ist es nicht so gezeigt? Nein, nicht ganz zeigt es eben hier. Aha, ja. Wenn wir jetzt sehr kurz drüber schauen. Das ist ja gar nicht so einfach, das zu sehen, oder wie denn? Nein, das ist, oder? Ja, auch so, bei einem normalen Rind oder Schuhe, wenn es normal ist, sieht man das gut, oder? Ja. Ob das stierig ist oder nicht, oder? Aber eben, manchmal gibt es da so Zweifelsfälle, oder? Ich habe das Gefühl, nicht, das ist nichts. Nein, das lassen wir gescheiter sein, da hier. Das ist wirklich alles schlaff. Ja. Ja, es hat keinen Wert, ja. Was wäre denn jetzt, wenn es euch nicht gäbe? Gäbe es dann schlussendlich irgendwann mal keine Milch mehr? Also wenn es den Besamer nicht gäbe, gell, meinst du? Ja. Ja, ja mal Milch gäbe, das sicher schon. Da wäre halt... Wäre es halt so, wie es bis vor 1960 war, mit Natursprung, oder? Also, dass man mit der Kuh zum Monika genau, dass man die Genossenschaft etwa Monika hatte. Und dann ist jeder, der eine stierige Kuh hatte, ist zu diesem Monigelöff gefahren. Und dann sind die besamt. Aber das ist einfach auch von den Krankheiten her und psychotechnisch ist das nicht gut, oder? Wir schauen. Da ist ein Beru. Der macht nichts, der brüllt gegen so. Beru? Ja, Sally. Ja, das ist gut. Beru. Es ist gut, ja. Ja, ja, ja. Alles ist gut. Ja, du musst schauen, gell? Er hat mir so wieder tiptop zweckgemacht, siehst du? Ja. Ja. Was wir besamen. Sehr gut. Das ist jetzt der Betrieb, wo der Cönu seine Lehre gemacht hat, wo er Bauer gelernt hat. Das
Salut, Rez. Schön, Schweizer Fans. Grüße. Ja, nicht ganz. Das Telefon. Hallo, Rez. Michel Renaud, ja, die kennen. Ja. Gestern Nachmittag, gell, ist sie geworden. He? Ja. So, das wäre gut hier. Dann entdecke ich das, was es schlussendlich aus diesen Besamungen gibt. Also die sind von gestern. Also das ist jetzt direkt Milch aus dem Stall. Ja, richtig. Wann hast du jetzt die gemolken? Die ist von gestern Abend. Was hast du für eine Beziehung zu deinen Kühen? Also ist das für dich, wenn du jetzt in die Ferien gehst, vermisst du zum Beispiel deine Kühe? Ja, mit sicher ganz enge Beziehung. Das ist ganz, ja, wirklich. Die Tiere eben seit der Geburt tut man die hegen und pflegen. Und das gibt natürlich schon eine enge Beziehung, das ist ganz klar. Ja. Wenn das Tier irgendwie krank ist oder irgendetwas nicht geht, dann tut es immer irgendwie belasten. Geht es immer selber fast nicht so. Ja, weniger gut. Jetzt ist es Mittag nachher. Gehst du immer zum Mittagessen? Ich gehe meistens hin, ja. Ja, eigentlich schon. Das ist auch ein grosser Vorteil von meinem Job, dass ich zum Mittag hin kann. Ja. Jetzt haben wir hier noch zwei Freunde am Tisch. Die bauen hier. Ja. Also, Zimmerleute, die dürfen zuhöckeln. Ja, die wollen wirklich etwas essen, gell? Ja, wir sind am Arbeiten wie verrückt. Also. Einen guten zusammen. Nach dem Mittag wird noch eins gurgelt. Cionu seine grosse Leidenschaft. Nicht ganz fehlerfrei, aber wir sind erst durch. Ah, das haben wir nicht mehr. Gell? Danke für das Ständchen. Ja, gern geschehen. Wunderbar. Oh, los. Das Telefon. Ist schon wieder das Hotline. Ja, das ist die Hotline. Ja. Hotline. Oh, Notruf. Schon wieder an die Hotline. Ja. Notruf. Ich gehe hören. Ja, gang hören. Schon wieder. Schon wieder dran, gell? Müssen wir schaffen. Ich habe mir auch den Stell weggemüllt. Aber er ist früh gestorben, dann war ich etwa 3-jährig. Ja. Aber ich kann mich schon noch besinnen. Er hat das Kind gurgelt, als wir klein waren. Ja, jetzt fahren wir da zu diesem Betrieb. Er hat am Morgen angerufen. Er hat einen Durchfall bei den Kalbern. Und dann tun wir jetzt Durchfallbau verbringen. Ah, ja, er hat nichts zu besamen, aber er braucht von diesem globigen Diastop. Salut! Hallo Hans-Jörg! Jetzt bringe ich dir das. Kesseli, gell? Das ja. Was soll der Sittu? Geht da her. Salut, Pesche! Ich kann gar nicht hier, es ist etwas alt. Salut, Pesche! Oh, das ist Rarität. Das ist Rarität. Michel! Ja, genau. Jetzt haben wir also noch einen Besamer mehr. Jetzt haben wir einen mehr. Jetzt haben wir noch einen mehr. Was macht ihr jetzt da genau? Etwas dealen? Jetzt haben wir etwas dealen. Ja. Wollt ihr etwas dealen? Was denn? Harte muss ich haben. Eine harte? Normale. Samentausch machen wir jetzt. Samentausch Jawohl. Ist das hier? Ja. Genau. Das ist gut. Kann ich so? Moment. Oh. Post. Von drüben in die Gesäckstein. Wie die Gesäckste? Hier, hier, schon in den Haus rein. Sie können rot noch rein. Jetzt sind sie hier etwas am Umschieben. Das ist jetzt schnell gegangen, ja. Schnell. Und dann ist der Tag mit dem Cionu auch schon wieder vorbei. Das war die Sendung Renault Tour mit dem Besamer, dem Cionu.
Es war sehr interessant. Merci vielmals. Danke vielmals. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, tipptopp. Aber eben, für dich ist jetzt der Arbeitsalltag noch gar nicht fertig, oder? Nein, ich gehe jetzt in den Stall. Ich habe da noch Mutterkühe zu besorgen. Ja. Also, dann lassen wir dich nachher gehen. He? Mal, das ist also, gut. Tipptopp. Sehr gut. Also, jetzt kannst du ihn rufen. Schau. Komm, sä. Komm. Ah, wie tut die? Komm. Sä. Komm, sä. Wenn ihr jetzt jemanden kennt, den ich auf der Renault-Tour begleiten sollte, dann meldet euch per E-Mail unter der Adresse renaulttour@telebern.ch. Sämtliche Infos zur Sendung gibt es auf der Telebern-Homepage, auf Facebook und auf Twitter. Und dort gibt es übrigens auch seltene Einblicke hinter die Kulissen von Renault-Tour. Renault-Tour, präsentiert von Mercedes-Benz in Bern-Wankdorf. Seit über 100 Jahren euer kompetenter Partner. Und von Michael Kors entdeckt die neue Uhrenkollektion bei Helen Kirchhofer Uhrenbijouterie. Und von Ernie, schöne Haare und noch mehr an der Bergengasse in Bern und im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken.